Ich glaube, in den nächsten 2, 3 bis 5 Jahren wird sich hier so einiges ändern. Und wie viele werden sich an den Kopf fassen? Ich sage es euch. Merkt euch diesen Moment, merkt euch diese Worte. Wie viele werden sich an den Kopf fassen und sagen, es lag doch alles auf der Hand? Registriere dich jetzt bei Bitwavo und profitiere von den Vorteilen. Wie lange wird es deiner Meinung nach dauern, bis wir Anwendungen bei den Altcoins sehen werden? Bis 2030? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, in den nächsten 3 bis 5 Jahren wird das Ganze schon ziemlich stark durch die Decke gehen. Weil ihr müsst bedenken, darum sage ich immer, das sind viele, viele kommen immer und sagen, ah, das neue Projekt X, das neue Projekt Y ist so toll, ist so viel besser als das andere. Es juckt den großen Unternehmen nicht, wie die neuesten Projekte toll sind oder nicht. Sie wollen Projekte haben oder Blockchains oder Distributed Ledger, ähnlich wie XRP, die schon seit 10 Jahren existieren, wo man sehen kann, dass das Netzwerk stabil läuft mit einer 100%igen Sicherheit. Das sind Argumente, wo ein Unternehmen sich das anguckt und sagt, hey, die gibt es schon seit 10 Jahren, 100%ige Runtime, wow, das ist ein Argument für sich. Wie glaubst du, wenn du jetzt ein dickes Unternehmen bist, wie Google, Apple, was weiß ich, ein riesen, riesen Unternehmen und du hast einen Ruf zu verlieren und da kommt jetzt ein super neues Projekt und du sagst, wow, hey, das super neue Projekt nehme ich jetzt, ist voll cool, hat richtig gute Eigenschaften und das triggert mich, gehe ich jetzt rein. Bist du wirklich bereit, deinen Ruf zu verlieren, indem du irgendwas Neues nimmst, was sich noch nicht bewiesen hat, was noch nicht durch irgendwelche Bullruns gegangen ist, wo richtige Belastungen auf das Netzwerk gekommen ist? Oftmals ist es so, dass sie sich nicht für sowas entscheiden, sondern für etwas, was schon erprobt ist, was schon starke Auslastungen erlebt hat. Und darum bin ich der Meinung, dass diese älteren legiten Coins wesentlich stärkeres Potenzial haben, Anwendung zu finden als diese ganzen extrem neuen Projekte. Und wir müssen bedenken, sie haben schon was vorzuweisen. Ich meine, überlegt euch das mal. Ich habe euch das immer und immer wieder gesagt. Sei es in Bhutan oder sei es in Palau, wo Ripple die digitale Zentralbankwährung letztendlich rausgegeben hat oder Stablecoins rausgegeben hat. Wie oft habe ich euch gesagt, dass das Testphasen sind? Damit kann Ripple dann sagen, passt mal auf, wir haben das in kleinem Rahmen schon getestet und gemessen, hier bei diesen kleinen Nationen. Hier sind unsere Ergebnisse, das sind unsere Zahlen. So einfach ging es, so sind wir an Probleme rangegangen. Und Schritt für Schritt wagen sich dann die Größeren ran und sagen, okay, habt ihr irgendwas vorzuweisen? Und so funktioniert das im Geschäftsleben. Du musst jemandem was vorweisen können. Du kannst nicht einfach bei einem dicken Geschäftspartner dahin gehen und sagen, ja, pass mal auf, ich habe nichts vorzuweisen, aber es ist ein gutes Projekt, ich vertraue da voll drauf. Ja, ach nein, du hast das Ding entwickelt und du vertraust da voll drauf und du willst gerne, dass der das nutzt, damit du Millionen damit verdienst. Das soll jetzt der einzige Grund sein, mach doch kein Schwein. Ein südamerikanisches Land nutzt ja auch Ripples, XRPs, Private Ledger für ihre CBDCs. Und jetzt haben wir öffentlich und offiziell von der Bank of Japan, von der japanischen Zentralbank, es gibt drei Riesenwirtschaftsnationen auf der Welt. Ja, eigentlich 4 jetzt, China gehört auch mit dazu, aber es waren Deutschland, es waren USA und es war Japan. Die früher zumindest stärksten Exportländer. Jetzt hat sich das langsam gedreht und gewendet. China ist, glaube ich, spielt auf jeden Fall auch eine Rolle mit. Und eins der dicksten Länder, der dicksten Ökonomien hat jetzt öffentlich gesagt, nein, nicht nur wir nutzen On-Demand-Liquidity, was natürlich einschließt, dass XRP genutzt wird. Sie haben direkt erwähnt, wir nutzen XRP für Cross-Border-Settlement und Payments. Für grenzüberschreitende Zahlungen nutzen wir XRP. Der Token wurde direkt, beziehungsweise der Coin wurde direkt genannt. So, meine Lieben, was ist das jetzt für eine Werbung, die Ripple damit hat? Sie haben bei mehreren kleineren Nationen, Palau und Bhutan, das getestet. Dann hat ein südamerikanisches Land, ein größeres Land, auf jeden Fall als diese kleinen ersten Nationen, das adaptiert. Mehrere Zentralbanken weltweit arbeiten mit Ripple zusammen. Federal Reserve hat allein mit FedNow 3 Partner von Ripple mit drin. Federal Reserve hat mehrfach
sich Beratung geholt von Ripple aus. Und jetzt haben wir die erste Riesenzentralbank, die gesagt hat, ja, wir nutzen XRP. Sie werden wahrscheinlich On-Demand Liquidity benutzen, mit Liquidity Hub wahrscheinlich mit. Aber was ist das für eine Werbung, meine Leute? Was ist das für eine Werbung? Ich sage es euch, viele andere werden folgen. Und wenn das erstmal kommt, ja, dann weiß ich nicht, was mit den Preisen passieren wird. Meine. Dann werden wir nicht auf diese 5, 6, 10, 13 Dollar, das werden dann, glaube ich, lächerliche Zahlen sein. Einfach nur lächerliche Zahlen. In Zukunft gucken wir wahrscheinlich zurück und schütteln mit dem Kopf und werden sagen, es lag doch alles auf der Hand. Wie konnten wir denken, dass wir nicht über die 100-Dollar-Marke gehen können oder sowas? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und darum, beziehungsweise ich habe das jetzt langgezogen, aber was ich damit sagen möchte ist, dass diese Anwendung schon lange läuft bei diesen legiten Projekten. Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, ach ja, Ripple versucht jetzt einmal und hat jetzt auf einmal Adoption. Nein, sie arbeiten schon seit über 5, 6, 7, 8 Jahren daran. Wie oft haben sie ihre Produkte geändert? X-Current, X-Rapid hieß es damals. Und sie haben sich, weil die Banken waren dann verwirrt. Sie arbeiten mit Banken zusammen und die haben dann irgendwann gesagt, pass mal auf, wir brauchen ein Produkt, nicht X-Current, nicht X-Rapid, was zum. Und dann haben sie alles zusammengepackt und gesagt, es gibt nur noch On-Demand Liquidity. Das Hauptproblem war Liquidität für die Banken. Und das hat Ripple erkannt. Und über die Jahre hinweg sehen wir das doch, die Evolution, wie sie ihre Produkte Schritt für Schritt angepasst haben. Und dann alles andere ist verschwunden. Jetzt gibt es On-Demand Liquidity und Liquidity Hub. Worum geht es da? Um das Hauptproblem. Wie einer der High Executives von der Bank of International Settlement letztens gesagt hat, das größte Problem ist nicht die Interoperabilität. Ripple selbst ist sehr interoperabel mit vielen verschiedenen anderen Netzwerken. Aber die nutzen, glaube ich, auch sehr stark, wenn sie Quant nutzen für die Interoperabilität. Was aber er gesagt hat, ist noch wichtiger, ist das Liquiditätsproblem. Denn diese Nostro-Konten, die geschätzt bis zu 27 Billionen lagern an Gelder, diese Gelder will man freimachen, die will man wieder zugänglich machen. Wie kann man das? Wenn die XRP-Ledger über On-Demand-Liquidity Liquidität bietet, sodass diese Nostro-Konten nicht mehr gehalten werden müssen und eine Settlement innerhalb von 3 bis 5 Sekunden gewährleistet werden kann. Und das, meine Lieben, das ist das, was kommen wird. Darum glaube ich nicht, dass wir 10 Jahre warten müssen. Denn die Adoption, die läuft schon seit 6, 7, 8 Jahren bei solchen Projekten wie XRP. Ich glaube, in den nächsten 2, 3 bis 5 Jahren wird sich hier so einiges ändern. Und wie viele werden sich an den Kopf fassen? Ich sage es euch. Merkt euch diesen Moment, merkt euch diese Worte. Wie viele werden sich an den Kopf fassen und sagen, es lag doch alles auf der Hand. Es lag doch alles auf der Hand. Die dicksten Asset Manager sind da reingegangen. Europäische Union, Regierungen, milliardenschwere Unternehmen, die Big Nine gehen in Richtung Blockchain und Krypto. Wie konnten wir nicht verstehen, dass Blockchain und die riesenstarken Krypto-Projekte die Zukunft sind?